Dies sind die verschiedenen Funktionen von MediaNav. Tippen Sie auf der Startseite auf Einstellungen und wählen Sie dann unten am Bildschirm eine Rubrik. Sie können die Einstellungen jederzeit verlassen und zur Startseite des Systems zurückkehren, indem Sie hier drücken. Im Menü Audio finden Sie die Klangeinstellungen Ihres Multimedia-Systems. Mit der Einstellung Lautstärke, Geschwindigkeit kann die Lautstärke automatisch an Ihre Geschwindigkeit angepasst werden. Sobald 40 km pro Stunde überschritten werden, wird die Ausgangslautstärke entsprechend erhöht. Drücken Sie auf Off, wenn Sie diese Funktion deaktivieren möchten. Drücken Sie On oder Off, um die Loudness-Funktion ein- oder auszuschalten, die zugleich Bässe und Höhen betont. Der Schalterball Fahrt Funktion Balance Fader erlaubt eine Regelung der Lautstärkeverteilung im Fahrzeug, mehr rechts oder mehr links. Im rechten Bereich können Sie die Tiefen, die mittleren und die hohen Frequenzen regeln. Wenn alles gut eingestellt ist, drücken Sie auf OK. In diesem Abschnitt können Sie unabhängig voneinander die Lautstärke des Radios, des Telefonklingeltons oder etwa der Audiohinweise der Navigation einstellen. Drücken Sie auf Plus oder Minus, um die Lautstärke zu verändern. Drücken Sie hier, um die Einstellungen zurückzusetzen, hier, um zur nächsten Seite zu wechseln. Und hier kommen Sie zum vorherigen Bildschirm zurück. Display zeigt alle in Zusammenhang mit Displays stehenden Einstellungen an. Hier wählen Sie die Helligkeit des Bildschirms, schwach, mittel oder hell. In diesem Menü können Sie die Lesbarkeit des Navigationsbildschirms bei Tageslicht und für die Nacht einstellen. Hier erfolgt der Wechsel zwischen Tages- und Nachtanzeige automatisch mit dem Ein- und Ausschalten der Scheinwerfer. Mit dem Schalter Tag wird Ihr Kartenbildschirm immer in hellen Farben angezeigt. Wählen Sie Nacht, wird Ihr Kartenbildschirm immer in dunklen Farben angezeigt. Um die Rückfahrkamera ein- oder auszuschalten, klicken Sie in den Einstellungen auf Display. Hier können Sie die Sprache für das Gesamtsystem und die Sprache für die Navigationsansagen wählen. Um die Sprache zu ändern, wählen Sie die gewünschte Sprache aus und bestätigen Sie Ihre Wahl mit OK. Mit dieser Funktion können Sie das Format der Zeitanzeige wählen, 12 Stunden oder 24 Stunden. Wenn Ihr Dacia Spring mit einem Navigationssystem ausgestattet ist, wird die Zeit automatisch durch das GPS-System gesetzt, sofern die Karte des Landes, in dem Sie sich befinden, installiert ist. Bei Ausführungen ohne Navigationssystem müssen Sie die Zeit manuell einstellen. Klicken Sie dazu auf Uhr-Einheiten und wählen Sie dann Uhrzeiteinstellung. Mit dieser Funktion stellen Sie die Einheit der in Ihrem Multimedia-System angezeigten Entfernungen ein. Sie können zwischen Kilometern und Meilen wählen. Hier können Sie die Standardeinstellungen für das gesamte System oder gezielt für einzelne Funktionen zurücksetzen.